Ja, hallo liebe Quatschgemeinde, hier ist wieder der Paul. Ich melde mich zurück und vielleicht habt ihr ja auch schon das neue Layout auf dem Ernährungsquatschblog gesehen. Wenn nicht, dann schaut gleich mal vorbei, denn ich finde, es ist ganz cool gelungen, es ist recht frisch und schaut nochmal vorbei. Naja, warum wir heute eigentlich das Video machen, hat ja folgenden Grund. Ich hatte ja in meinem letzten Video euch versprochen, dass wir einen EQ-Check ausführen. Hallo, denn ich bin nämlich Linda. Ja, Linda ist nämlich eure Glücksfee. Das ist eure Glücksfee, die Rezepte aussucht. Und rein zufällig natürlich. Und umso früher ihr mir ein Rezept zuschickt, also ihr könnt mir jederzeit ein Rezept zuschicken, denn alle 100 Abonnenten, also zu jedem 100. Abonnenten gibt es einen neuen EQ-Check. Umso eher mir ihr eins zuschickt, umso mehr habt ihr die Möglichkeit, auch gezogen zu werden, denn alle Rezepte, die ihr mir schon eingeschickt habt, die bleiben natürlich auch im Pool und Linda wird wieder natürlich gerne ein neues Rezept ziehen. Gell, Linda? Ja. Linda ist nämlich unsere Glücksfee. Gut, Linda hat jetzt hier bei der Essenszubereitung nichts mehr zu suchen. Die machen wir jetzt nämlich mal weg und dann legen wir los. Und zum 300. Abonnenten, vielen Dank für jeden Einzelnen, hat mir Chiquas oder Chiquias62, ich blende euch den Kanal ein, ein Rezept geschickt und das ist Rigatoni alla Norcina. Also ich bin kein Italiener, ich blende euch den Titel auch noch mal ein. Ich tue mir mit der einen oder anderen Zutat auch noch schwer, aber die gehen wir jetzt einfach mal durch die Zutaten. Ich zeige es euch mal, was wir haben. Wir haben Parmesan, wir haben eine, wie heißt das, eine Salsiccia oder wie man das ausspricht, das ist eine Bratwurst, beziehungsweise das ist keine originale Salsiccia, sondern eine andere grobe Bratwurst, denn ich habe leider keine mehr gekriegt. Wir haben ein bisschen Nudeln, wir haben Öl, wir haben anstatt Weißwein, ich habe leider keinen, ich habe ihn vergessen zum Einkaufen, Weißweinessig, wir haben eine ja, Sahnecreme und Zwiebel. Und das ist es eigentlich schon. Ja, super, also dann legen wir mal los. Ich bin ja von Haus aus ein voller Nach-Rezepte-Kocher und deswegen bin ich da eigentlich ganz froh drum, dass ich mir das da heute hier hinlegen kann. Wundert euch nicht, was da so klappert, das ist irgendwie mein Messer, ich habe keine Ahnung warum. Gut, dann fangen wir mal an. Wir schneiden erst einmal die Zwiebel in ganz feine Ringe. Okay, genau was ich eigentlich noch sagen wollte. Ich bin ja kein ausgebildeter Koch. Und ich will ja über das Essen reden, was ich da koche und nicht wie ich es koche. Und sehr gerne nehme ich sämtliche Ratschläge von euch entgegen, inwiefern ich was anders oder besser machen sollte. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. So, dann. Es hieß feine Ringe, mit einem Hobel habe ich nicht. Mache ich also mit einem Messer. Ja, im Rezept hat mir die liebe Chicas Olivenöl reingeschrieben und hat auch geschrieben, im heißen Olivenöl anbraten. Naja, also natürlich sollte man das Öl erhitzen und natürlich heiß machen, aber das Problem ist, wenn man Olivenöl zu heiß erhitzt, dann ist das nicht unbedingt dem Öl förderlich und der Struktur und somit eurer Gesundheit. Dementsprechend habe ich mich jetzt heute für ein Rapsöl entschieden, denn das kann man deutlich heißer machen und dann halt auch schön anbrutzeln. Olivenöl ist fürs heiße Anbraten nicht so geeignet. Ich mache da jetzt mal Pi mal Daumen ein bisschen Öl rein, worauf ich ja zu sprechen kommen wollte. Also die italienische Küche ist ja gar keine so schlechte Küche. Und auch Nudeln an sich sind jetzt halt nicht so verkehrt. Nur, was wir leider oft vergessen ist, dass wir in der Menge vielleicht ein bisschen zu viel davon essen. Denn die mediterrane Kost und vielleicht auch jetzt die italienische ist ja eigentlich keine schlechte. Die wird ja gesagt, ja, ist auch super gesund und so. Und dann fragt man sich aber ja, wie kommt es denn dann dazu, dass die mediterrane Kost eine gesunde Kost ist, wenn die Italiener so viel Nudeln essen? Wenn man sich so ein traditionelles italienisches Essen anschaut, dann ist es ja eigentlich so, dass es ein Antipasta gibt und die Nudeln als kleine Vorspeise nur gegessen wird und im Hauptgang gibt es dann oft irgendwie Gemüse und Fleisch oder Fisch. Und da wird halt nudeltechnisch nicht so die Menge, wie wir sie essen, gegessen, sondern wirklich als eine kleine Vorspeise. Und genau diese Menge mache ich heute auch, damit
ich diese Nudeln heute als kleine Vorspeise esse. Mittlerweile sind meine Zwiebeln, mein Öl ist jetzt ein bisschen warm geworden. Das passt super. Und jetzt nehme ich die Zwiebeln von meinem hervorragenden, süßen, schnieken Schneidebrett und schmeiße die hier so rein. So dünn sind die Zwiebeln gar nicht geworden. Ups. Ja, wir machen mal die Dunstabzugshaube an. Und dann wird es nämlich wieder laut. Und ich liebe es ja laut zu sprechen. Das kann ich nämlich sehr gut. So, dann braten wir die mal so ein bisschen an. Wo ist mein Rezept eigentlich hin? Da ist es. So, dann heißt es Wurst häuten und in kleine Stücke schneiden. Gehäutet habe ich das Ding schon. So, die Bratwurst, die wird jetzt in kleine Stücke geschnitten. Ja, das ist spannend. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, wie gesagt, auch, also ich habe Salsiccia, glaube ich, noch nie gegessen. Oder ich habe bestimmt schon mal gegessen, nur ich kann mich gar nicht erinnern. Ich schneide es jetzt einfach mal in so Stücke. Ich denke mal, es war so gedacht. Was ist zur Wurst zu sagen? Ja, Wurst hat natürlich, ist ja tierischen Ursprungs, meistens zumindest. Und hat somit auch ja, viele gesättigte Fettsäuren. Und zum Thema Fette und Fettsäuren wird es auch noch ein tolles Video geben, beziehungsweise eine kleine Videofolge sogar. Ja, gesättigte Fette sind jetzt nicht so das Problem, sondern die gesättigten Fette werden erst dann in großer Menge ein Problem, wenn sie auch falsch kombiniert werden. Und falsche Kombination ist meiner Meinung nach die Kombination mit stark vereinfachten Kohlenhydraten, also Zucker. Naja, und zu Kohlenhydraten zählen auch dann die Nudeln. Und da sind wir auch schon beim Thema, ich möchte das Gericht natürlich ein bisschen bewerten. Und unter dem Aspekt ist, sag ich mal, jetzt Pasta mit einer recht fettigen Soße oder mit einer fetten Beilage, so wie jetzt dieses Gericht jetzt hier ist, jetzt nicht unbedingt top, weil die Kombination Fett und Kohlenhydrate würde ich eher versuchen zu meiden. An sich die Soße jetzt hier kann ich mir sehr lecker vorstellen. Ja? Also Kohlenhydrate und Fette lieber meiden und schauen, mehr Soße, weniger Nudeln. Irgendwie macht meine Gerätschaften mir heute nicht so viel Dampf. Bis die Zwiebeln noch ein bisschen angebraten sind, ich glaube, die möchte ich noch ein bisschen mehr anbraten, reibe ich noch mal glatt den Parmesan. Den Parmesan, den machen wir nämlich nachher, wie war das? Dann tun wir die Nudeln, wenn sie gekocht sind, nämlich gleich. Oh, ja, jetzt kriegen die Zwiebeln langsam Farbe. Den Parmesan tun wir nämlich nachher gleich mit den gekochten Nudeln vermischen. So, jetzt mache ich dann langsam die Wurst dazu. Oh, das riecht nicht schlecht. Ja, ich habe da so ein Meersalz. Beim Salz achte ich eigentlich drauf, dass möglichst wenig Schmarrn drin ist, also irgendwelche Trennmittel oder sowas. Da hatte ich ja letztens schon mal einen Kommentar. Auch hier, da steht jetzt ein Name drauf auf dieser Mühle, ist natürlich was anderes drin. Ich habe nur leider noch keine andere Mühle geschenkt bekommen. Ich habe bald Geburtstag. Ja, da werde ich jetzt ein bisschen Salz zu dem kochenden Wasser dazu tun. Da scheiden sich ja auch die Geister, das Salz ins kochende Wasser reinschmeißen oder nicht. Auf jeden Fall vorsichtig reinschmeißen, denn wenn man das Salz in das kochende Wasser reinmacht, und dann wird, glaube ich, irgendwie Sauerstoff frei, und wenn man das zu einer zu großen Menge auf einmal reinschmeißt, dann kommt das einem alles entgegen, könnte passieren. Es wird ganz schön heiß hier bei uns im Studio. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das sehr, sehr lecker ist. Nur eben, ich bräuchte die Nudeln nicht dazu. Das dampft hier aber ganz schön. So, als nächstes steht auf meinem Rezept
mit dem Wein ablöschen. Ja, das Thema hatten wir schon. Ich habe leider den Wein vergessen. Ich nehme einfach jetzt ein bisschen Essig. Jetzt. Super. Das lassen wir jetzt schön einreduzieren. Super. Und dann als nächstes den Rahm dazugeben. Da war mit Ausrufezeichen, war im Rezept drauf gestanden, bitte die Double Cream. Das mache ich doch auch glatt, denn Fett ist ja wie gesagt nicht unser Feind. Prinzipiell. Und riecht gut? Ja, ich habe heute leider meine Kochmütze nicht dabei. Die ist anderweitig im Einsatz. Dann machen wir mal hier die Creme rein. Schalten wir mal ein bisschen runter. So, jetzt heißt es hier, dass man das so ein bisschen köcheln lassen soll. Machen wir. In der Zwischenzeit hauen wir ein paar Nudis rein. Ich hatte mir sogar ernsthaft überlegt, Vollkornnudeln zu nehmen. Schnell noch einen Löffel genommen und auf die Uhr geschaut. Gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir das jetzt mal so. Etwa 10 Minuten das Ganze köcheln lassen. Ah genau, zu den Nudeln noch kurz. Wenn ich Nudeln mache, dann mache ich die Nudeln immer, also bestimmt eine gute Minute weniger, als auf der Packung drauf steht. Und somit werden sie auf jeden Fall al dente, weil je nachdem, was ihr mit denen dann noch vorhabt und noch, was ihr mit denen weiterverarbeitet oder wie ihr sie weiterverarbeiten wollt, umso weicher werden sie denn dann da. Knappe 10 Minuten sind vorbei. Und ja, leider ist die schöne weiße Farbe der Soße irgendwie weggekommen. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt hin ist. Ich weiß nicht, ob es so gehört. Auf jeden Fall, die Nudeln sind jetzt fertig. Ich mache das immer so, während ich abschütte, lasse ich immer kaltes Wasser laufen, je nachdem, was ihr für Leitungen habt. Es ist schon mal passiert, dass die Leitung ein bisschen warm geworden ist. Nudeln bitte niemals abschrecken. Das hat den Grund, dass wenn ihr da jetzt das kalte Wasser drüber macht, sich diese Stärke von außen löst und zum Beispiel Tomatensauce oder sonstige Sachen nicht mehr dran kleben bleiben. Und dann machen wir da mal unsere Soße mit dazu. Wobei das leider keine Soße mehr ist, sondern nur noch ein Fettbatzen. Also irgendwie habe ich da irgendwo einen Fehler gemacht. Oder ich habe es zu fest oder zu lange köcheln lassen. Wir werden auf jeden Fall gleich mal probieren. Oder ich werde gleich mal anrichten. Und dann werde ich euch mal zeigen, was daraus geworden ist. Und ein kleines Grüßchen Mezi. Also dann bis gleich. So, also das sind unsere Rigatoni alla Norcina. Norcina, Norcina. Das Rezept gibt es zum Download. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich meine, also sie sehen echt nicht schlecht aus, also nur irgendwie fehlt mir so diese schöne weiße Farbe, die erst drin war, als ich die Creme reingemacht habe. Das Resümee, also Nudeln, ja, nur schade, dass wenn ihr Nudeln kombiniert mit irgendwelchen Sachen, dass vor allem wenn ihr fettige Soßen dabei habt, dass der Nudelanteil vielleicht ein bisschen weniger ist, denn die Kombination Nudeln oder Kohlenhydrate und Fette sind jetzt nicht unbedingt die Reißer, wenn es zum Beispiel darum geht, Gewicht zu reduzieren oder auch die Nahrung für Sportler oder nach dem Training ist jetzt die Kombination Fette und Kohlenhydrate nicht unbedingt geeignet. Deswegen lieber so eine schöne kleine Portion als Vorspeise und dann noch irgendwie einen leckeren Fisch, ein leckeres Fleisch oder leckeren Quarkdessert oder sonst was euch noch so einfällt. Dann als Hauptgang. So, ich werde jetzt mal probieren, bevor das Ganze kalt wird. Also ich bin echt gespannt. Leider
ist halt dadurch, dass relativ viel Fett in der Soße war, die Nudel, wenn man da ganz genau hinschaut, also mit eigentlich nur, also die Nudel ist nur mit Fett belegt, also da klebt jetzt auch nichts dran, weder irgendwie noch die Zwiebel noch sonst was. Und das ist halt genau der gleiche Effekt, wenn man die Nudel im Prinzip abschreckt. Aber ich werde es einfach mal probieren. Mhm. Ah ja, genau, ich habe noch zwischendrin gesalzen. Mhm. Also ich glaube, die Bratwurst war recht würzig. Mhm. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist echt nicht so schlecht. Und der Parmesan ist auch ganz lecker. Und halt mit anteilig mit ein bisschen weniger Nudeln und mehr Fleisch, das ist eigentlich ganz top. Kann man machen. Also vielen Dank für das Rezept. Ich freue mich auf alle anderen. Alle Rezepte bleiben in der Auswahl. Schickt mir weiterhin Rezepte, denn ich glaube, es ist gar nicht mehr so lange hin. Dann haben wir 200 gefällt mir auf Facebook. Mhm. Und ich breche eine ganz große Regel, dass man mit vollem Mund nicht spricht. Aber das ist beim Ernährungsquatsch vollkommen egal. Also 200 gefällt mir auf Facebook sind wahrscheinlich die nächste Marke. Also schnell noch Lieblingsrezept auskramen, schnell abtippen und mir schicken. Und dann machen wir den nächsten Quatsch. EQ-Check. Also, mehr Quatsch folgt schon bald. Tschüss.